Hi, hier ist der Alex, der Stefan und der Afshin vom Monatsmob. Im Juni hören wir auf zu jammern und leben aus der Freude heraus. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Hi, heute der Monatsmob aus dem sehr schönen Schwäbisch Hall. Wir besuchen Afshin, freuen uns hier zu sein. Afshin ist ja vielleicht schon ein paar bekannt aus einem Interview, was wir schon mal geführt haben. Oder von seinem Blog, afshin.com, hoffentlich. Stell dich doch mal bitte noch mal kurz vor, für diejenigen, die dich nicht kennen. Ja, hallo, ich heiße Afshin. Ich schreibe auf meinem Blog afshin.com über Achtsamkeit, Meditation, Minimalismus und das einfache und gute Leben. Und ich wohne hier, wie Alex gesagt hat, in schönes Schwäbisch Hall mit meiner Familie und freue ich mich, dass das Team von Monatsmob mich heute besucht. Wir sind auch aus einem ganz bestimmten Grund da, weil wir nämlich jammerfrei werden wollen mit Afshins Hilfe. Der Afshin hat eine Website gegründet, mit afshinjammerfrei.de. Da gibt es einen Minikurs, den man sich runterladen kann, wo man per E-Mail nicht täglich, aber alle 2-3 Tage was Schönes bekommt, und wir erklären jetzt in dem Video, wie man jammerfrei werden kann. Warum eigentlich nicht jammern? Was bringt es einem? Ganz einfach, weil jammern total destruktiv ist und eigentlich mit jammern du nichts verändern kannst. Jammern zieht dich in eine negative Spirale rein, die dich immer wieder weiter nach unten und in die Negativität zieht und du letztendlich dann nichts veränderst. Man jammert nicht, man handelt andersrum. Man handelt, genau, also da gibt es einen guten Spruch, also jammere nicht, tu lieber was. Tu lieber was, genau. Ja, und wie geht es jetzt dann? Also das ist jetzt die konkrete Frage, wie schafft man es denn jetzt eigentlich, jammerfrei zu werden? Also der erste Schritt dazu ist, dass man einfach dazu steht, dass man jammert. Mhm. Also dass man erkennt und sagt, ja, ich bin eine Jammerlappe. und das ist eigentlich der erste und der wichtigste Schritt, sich zu jammern, zu bekennen, mhm, und zu sagen, ja, ich jammere. Und da habe ich dann also in meinem Minikurs, empfehle ich auch den Teilnehmer, in dem Moment innerlich zu sich selber sagen, ich weiß, dass ich jammere. Und das was ist dann, ich aus eigener Erfahrung schon bestätigen kann, was sehr hilfreich ist. Also genau. Man kommt irgendwie auf so eine Metaebene und kann plötzlich kontrollieren, was als nächstes passiert. Genau, weil du stehst dazu, dass du das machst, und es ist einfach ehrlich. Was ist der nächste Schritt, den man tun kann? Der nächste Schritt ist, nachdem ich also angenommen habe und akzeptiert habe, dass ich jammere, dass ich dann mein Jammern, mein Gespräch oder die Situation einfach beobachte, ohne die Situation zu bewerten mit gut oder schlecht. Mhm. Und das ist dadurch wird dem Jammern enorm viel Energie entnommen. Und das ist sozusagen der zweitwichtige Schritt. Also bewusstes Jammern auch, was du sagst. Richtig, genau. Also dass ich dann einfach bewusst jammere, wenn ich weiter jammere, weil bei vielen kommt auch sofort das Gefühl, das ist eigentlich sinnlos, dass ich jammere, und dann hören sie auf, auch zu jammern. Mhm. Dann haben wir auch noch das Thema, was ist mit der Kraft? Gibt es mir Kraft? Gibt es mir Kraft? Ja. Auch genau, eine gute Frage, die ich gelernt habe. Ja, also das ist dann, kann man sich auch die Frage dann stellen, also das ist, ob einem das, was man gerade tut, Kraft gibt oder Kraft nimmt. Mhm. Und man wird dann immer sehr schnell feststellen, dass Jammern eigentlich einem gar keine Kraft gibt. Ganz im Gegenteil, nimmt einem sehr viel Kraft weg. Mhm. Das ist überhaupt eine gute Frage. Ich finde die einfach genial. Das kann man sich bei allen fragen. Genau, das kannst du also bei allen Lebenssituationen eigentlich stellen. Also ja. Du kannst auch, egal was du machst, auch dich fragen, wenn du mal keine Lust dazu hast, oder gerade vielleicht im Zweifel bist, ob du etwas machen willst oder nicht, dann fragst dich, genau, gib mir Kraft und nimm mir Kraft. Ja. Und ich glaube, die Antwort steigt so ziemlich schnell dann auf in einem. Okay, gut. Jetzt haben wir also dann beobachtet, und das ist ein sehr wichtiger Schritt, wie geht es dann weiter? Weil damit ist es ja noch nicht getan.
Und dann kommt der dritte Schritt, also das ist dann die Achtsamkeit, dass ich dann dessen, was ich gerade sozusagen tue oder denke oder fühle, einfach bewusst bin oder der Situation, was gerade da ist, einfach einen Raum geben. Und dass ich dann einfach achtsam bin. Und da gibt es eine sehr schöne Übung. Der Atem hängt ja mit der Achtsamkeit sehr stark zusammen. Genau, also Achtsamkeit ist das immer, wenn man dann sich der gegenwärtige Moment bewusst ist oder bewusst werden möchte. Und das ist dann, man kann natürlich so eine Blume beobachten oder die Natur beobachten, aber der beste Weg ist das einfach, dass man sich auf seine eigene Atem dann konzentriert, weil der Atem ist immer das, sag mal, Werkzeug, das du immer dabei hast. Und indem du da einfach mal dreimal tief ein- und ausatmest, dann wirst du in dir den gegenwärtigen Moment bewusst. Was man machen kann oder auch zusagen kann, in den Bauch einatmen, wie du vorhin schon gesagt hast, Hand drauflegen. Genau, das ist dabei bewusst zu machen, dass man schon in den Bauch einatmet, tief. Richtig, weil wir atmen eigentlich oft so Brustatmung, sage ich mal, also sehr flach. Mhm. Und wenn man sagt, viele Menschen, wenn sie versuchen, dann tief zu atmen, dann atmen sie trotzdem, also flach. Mhm. Deswegen soll man sich also die Handfläche einfach auf den Bauch legen und dann tief einatmen, sodass der Bauchdeckel sich leicht anhebt. Und dann wieder ausatmen, und wenn man das dreimal hintereinander tut, dann kommt man dann bei sich an. Was ist der vierte Schritt, den du uns empfehlen kannst? Uns Momos? Also der vierte Schritt ist eigentlich Gelassenheit. Also dass man dann einfach diese Jammergespräche oder Situationen, die einen zu jammern veranlassen, nicht mehr so ernst nimmt. Und ich nenne das, diese Gelassenheit, nenne ich das so, das innere Lächeln, dass man innerlich einfach solche Situationen anlächelt. Also nicht auf oben nach unten herab, also auslacht, sage ich mal, einfach eine liebevolle Annahme der Situation und liebevoll innerlich lächeln und sagen, das ist doch nicht so schlimm. Mhm. Und was gibt es da noch für einen Spruch, den du im Jammerfreikurs noch mit drin hast? Da gibt es einen sehr guten Spruch, also der einem auch wirklich sehr hilft und auch runterprägt. Und dieser Spruch kann man auch eigentlich in jede Lebenssituation sagen, wo man sich dann unwohl fühlt, dass man einfach innerlich zu sich selber sagt, ich entscheide mich für Frieden. Mhm. Ich entscheide mich für Frieden. Sag ich einfach mal. Genau. Das muss man mal spüren. Aber dafür ist Abstinenzkurs da. Und dann wird man ja wahrscheinlich drei Phasen des Jammerns durchlaufen. Kannst du die mal kurz durchleuchten? Was das so? Es gibt diese drei Phasen. Also einmal ist dann, wenn man frisch anfängt, jammerfrei zu werden, dann fällt einem eigentlich zu spät auf, dass man jammert. Meistens vielleicht nachdem man fertig gejammert hat. Und wenn man dann aber dabei am Ball bleibt und immer wieder diese Übungen dann, die ich dann im jammerfreien Minikurs dann nenne, macht, dann fällt einem dann in zweiter Phase während des Jammerns fällt einem auf, dass man jammert. Mhm. Dann kann man die Situation besser in den Griff bekommen, kann man dann stoppen oder in eine positive Richtung lenken. Und die dritte Phase ist das, dass man, bevor man ja losjammert, einem dann bewusst wird, hoppla, ich will gerade losjammern. Dann kann man das vorher schon stoppen. Dann kann man dann sagen, so, ich entscheide mich für den Frieden. Ja. Jetzt kann es ja auch sein, dass man nicht selbst jammert, sondern dass das Umfeld von einem jammert, zum Beispiel Arbeitskollegen. Was macht man denn da? Ja. Was hat man denn da für Möglichkeiten? Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen der Kursteilnehmer. Wie verhalte ich mich, wenn andere jammern? Also es gibt drei Möglichkeiten hier. Also ich kann entweder einfach beobachten, dass andere jammern und ich mache nicht mit und ich halte mich einfach zurück. Und es gibt dann die zweite Möglichkeit, dass ich dann einfach die Situation verlasse. Also genau, ich stehe auf und gehe oder ich entschuldige mich und aus auch einem Grund, also wenn man gerade in einer Grillparty ist, man kann sich auch sein Bier nehmen und woanders dann sitzen und sein Bier trinken. Und die dritte Situation, dritte Möglichkeit wäre einfach, aktiv mitzuwirken, dass die Situation in eine positive Richtung dann geht. Mhm. Also dass ich da einfach was Positives einwerfe oder versuche, das Gespräch dann zu verändern. Schau mal die Ente da, die Schöne.
zum Beispiel. Genau. Das sind wirklich welche. Voll mal keine Sache. Ja, genau. Man kann entweder die Aufmerksamkeit auf ein anderes positives Thema lenken oder auch versuchen, an dem Thema, was es gerade gibt, eine positive Seite zu finden. Also richtig. Das mache ich ganz gerne. Ja. Und wie machst du das? Da gibt es eine Technik aus dem NLP, die nennt sich Reframing. Mhm. Das heißt, man stellt sich die Situation immer aus einer Vogelperspektive vor. Ah, okay. Und dann findet man meistens auch irgendwas Positives an der Situation. Ja. Man wechselt einfach den Blickwinkel auf die Situation und dann ergeben sich meistens irgendwelche anderen Dinge. Genau. Ja. Schön, das ist das mit Vogelperspektive ist ein schöner Gedanke. Das nehme ich, glaube ich, im Kurs auf. Ja, damit nimmt man den Ganzen auch ein bisschen die Kraft, wenn man es aus erhöhter richtig. Position sieht. Ja, genau. Ja, was ich noch fragen wollte, was auch einige Leute aus der Gruppe gesagt haben, was ist mit, wenn ich meine Wut direkt rauslasse, wenn irgendwas mir nicht passt und dann danach mich vielleicht besser fühle? Ist das auch ein guter Weg zu jammern oder was sagst du dazu? Es kommt darauf an, wie man das macht. Also, weil das Leben ist ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt sicher Situationen, die einem dann an die eigene Grenzen bringen. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man dann seine Emotionen, seine Befinden sachlich zum Ausdruck bringt. Also wenn ich dann zum Beispiel jetzt wütend bin, weil ich bei einem Treffen mein Kumpel nicht gekommen ist, dann kann ich dann schreiend auch oder laut sagen, der Stefan ist nicht gekommen und das ärgert mich. Ja? Und das kann man auch so laut, wie man will, auch sagen. Das ist, also die Lautstärke ist gar nicht das Schlimme oder entscheidend, sondern einfach, wenn ich dann meine jetzige Wohlbefinden von deinem Nichtkommen abhängig mache. Ja? Also dass ich sage, so, jetzt wird mir heute den ganzen Tag nicht mehr gut gehen, weil du nicht gekommen bist. Das stimmt. Ja? Also das ist dann die Geschichte, die man drumherum baut. Also wichtig ist es, wenn man öfters lernt, seine Bedürfnisse zu äußern, dann wird man auch nicht so oft jammern. Aber diese Bedürfnisse dann bitte sachlich äußern. Ja, gutes Stichwort, sachlich. Was haben denn Tatsachen mit dem Jammern zu tun? Also Jammern ist das so, dass die Jammerthemen meistens entweder sich in Vergangenheit oder in Zukunft abspielen. Und da versuchen wir dann auch, wenn wir jammern, etwas der Situation hinzufügen. Also etwas, was vielleicht nicht ganz so stimmt. Ja? Und Tatsache sind es also die Dinge, die einfach so, wie sie auch momentan sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und mein Partner gerade vielleicht nicht so viel Zeit hat, sich um mich zu kümmern und ich sage, das ist also eine Tatsache, ich sage, mein Partner hat nicht so viel Zeit für mich, oder wenn ich sage, mein Partner hat mich nicht lieb oder er hat bestimmt einen anderen oder sie hat bestimmt einen anderen. Ja? Also weil er schon lange nicht mehr mit mir unterwegs war. Oder genau. Mhm. Und ich kann aber meine Bedürfnisse auch äußern, indem ich zu Partner gehe und sage, ja, ich brauche mehr Zuneigung oder kannst du mich bitte umarmen? Natürlich. Also im Endeffekt die Situation nicht bewerten, sondern einfach die Tatsachen hinnehmen, wie sie sind. Richtig. Erstmal. Genau. Und keine Geschichte drumherum bauen, die nicht stimmen, weil das sind genau diese Geschichten, die einem auch runterziehen, gerade wenn man dann sich vorstellt, etwas Schreckliches wird in Zukunft passieren, ich muss jetzt was dafür tun, damit dieses Ding, also dieses Ereignis nicht passiert. Also das sind unnötige Sachen. Okay, super. Das waren jetzt richtig gute Tipps, finde ich. Ja. Jetzt ans Umsetzen, wie jeden Monat. Und da ist natürlich sehr förderlich, wenn wir zusammen kommunizieren und wir darüber sprechen, wie gut es läuft. Und dafür gibt es ja unsere Kanäle, Facebook-Gruppe und Forum. Und Afshin, du hast auch uns angeboten, dass du dort regelmäßig was postest, was wir sehr cool finden. Genau, also ich würde gerne eure Momos sozusagen im Juni unterstützen. Ich würde einfach jeden Tag in die Gruppe eine Inspiration posten, die ihr dann leicht umsetzen könnt oder einfach beherzigen könnt. Und wenn jemand dann mit einer Situation nicht klarkommt oder einfach im Alltag Schwierigkeiten hat, kann er das dann auch in die Gruppe posten. Und ich versuche dann auf die
120.000 Fragen, die kommen werden, dann Stellung zu nehmen. Und wir helfen dir dabei. Genau. Deswegen komm in die Gruppe, falls du noch nicht da bist, komm ins Forum, die zwei Möglichkeiten gibt es und dann werden wir zusammen jammerfrei. Und in der Gruppe wird ihr auch merken, also beziehungsweise und in die Gruppe und in die Gruppe erfährt ihr auch, wie ihr euch zum Kurs anmelden könnt. Genau. Genau. In diesem Sinne, jammerfreien Juni wünschen wir euch. Genau. In diesem Sinne, einen jammerfreien Juni wünschen wir euch. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao. Monatsmob.